Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und auch auf der Website Gameplay Gamers. Heute möchte ich euch das Spiel Shin-Chan, Me and the Professor on Summer Vacation, The Endless 7-Day Journey vorstellen. Was man auf dieser Box nicht sehen kann, ist einmal, um was für eine Version es sich handelt und für welche Plattform es ist. Es ist tatsächlich für die PlayStation 4, für die Switch habe ich dieses Spiel leider nicht bekommen, zumindest nicht in dieser Version. Ich habe mir das Spiel, als es in Japan rausgekommen ist, die Switch-Version physisch gekauft, also importiert. Aber diese Version hat nur japanische Texte. Später, ich glaube ein Jahr später, ich glaube ein paar Monate nachdem ich es mir bestellt hatte, oder ein paar Wochen waren es sogar, kam da tatsächlich noch eine, digitale Version mit deutschen Texten unter anderem raus. Die habe ich für die Switch auch, aber ich wollte dieses Spiel unbedingt auch dann noch in einer, ja sagen wir mal, westlichen oder nicht japanischen Version im Regal stehen haben. Und bei Limited Run Games gab es vor kurzem einen Blowout Sale und da war diese Box nochmal drin. Zwar für die PlayStation 4, würde ich es für die Switch haben, dann hätten wir hier oben quasi dieses typische oder rote Quadrat mit dem Switch-Logo drauf. Ist hier nicht der Fall und das ist die einzige Möglichkeit, diese beiden Versionen zu unterscheiden, wenn ich das richtig gesehen habe. Jedenfalls Shin-Chan, der Professor und ich in den Sommerferien die endlose 7-Tage-Reise. Ich weiß ja nicht mehr genau, wie der deutsche Titel war. Es hat auf jeden Fall einen deutschen Titel. Aber ihr wisst, welches Spiel es ist. Ich habe es sicherlich auch dann so genannt in dem Video. Was ist das für ein Spiel? Es ist erstmal die Collector's Edition und auf dieser Packung haben wir hier unten nur Shin-Chan mit seinem Hund Shiro abgebildet. Oder ich glaube, in der ersten deutschen Übersetzung hieß der Hund sogar Lucky. Aber auf jeden Fall, der ist hier. Der Rest der Packung ist orange. Hier drunter ist dann einfach nur der Barcode. Hier oben ist nichts. Hier ist dann nochmal das Logo des Spiels. Hier unten, dass das Spiel von Neos gepublished wurde. Es kam zwar über Limited Run Games, wie ihr sehen könnt, oder hat es Neos entwickelt? Ich meine aber, das wäre ein anderer Entwickler, der sich um diese ganzen Boku no Natsu Yasumi Spiele kümmert. Das ist nämlich ein Spin-off davon, oder sag ich mal ein Crossover zwischen Shin-Chan und Boku no Natsu Yasumi. Geht also im Grunde darum, dass Shin-Chan die Sommerferien auf dem Land genießen will. Ja, und lernt dabei einen Professor kennen und dann passieren in diesem Dorf, ja, mitten in der Pampa, unfassbar ulkige Sachen. Und mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich habe das auf der Switch auch durchgespielt. Und ja, jetzt würde ich einfach mal die Packung hier mal in die Kamera halten. Dann habt ihr hier auch ein paar Screenshots aus dem Spiel. Und könnt euch dann ungefähr vorstellen, wie dieses Spiel aussieht. Es hat einen sehr, sehr schönen Anime-Look in Verbindung halt mit diesen typischen Charakteren im Shin-Chan-Zeichenstil. Also wer Shin-Chan mag, der wird hier unfassbar zufrieden mit sein. Der Packungstext hier ist auf Englisch. Also from the fresh field you catch in the river to the bugs you encounter in the hills and fields, keep a record of all the fun things you did in your picture diary. It was supposed to be a summer vacation full of memories, gaming with friends, back home, helping in the fields, and working on a town newspaper, but no. Gut, und was haben wir als Inhalt in diesem Spiel drin? Also einmal natürlich das Spiel, dann haben wir den originalen Soundtrack. Ich bin mir sicher, ob er auf ein oder zwei CDs kommt, aber der Soundtrack ist echt schön. Dann gibt es noch so einen Acrylständer, dann hier noch so ein Emaille-Pin, was ich auch ganz interessant finde. Das muss ich einfach mal gerade erzählen. Ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, da hat sich ein kleines Mädchen einfach nur zum Geburtstag oder zu Weihnachten irgend so ein Enamel-Pin, wie hieß der noch, Doggy Froggy Enamel-Pin oder so, gewünscht und ihr bekommt es total ausgerastet. Wenn ihr dieses Video kennt, schreibt es mir in die Kommentare, ich fand es total lustig. Und zwei Postkarten sind dabei, was für diesen, ja, Sommerausflug dann sicherlich ganz cool ist. Was ich allerdings jetzt schon beanstanden kann an dieser Packung, sie ist ja noch verschweißt, aber könnt ihr das hier sehen, dass die so leicht gewölbt ist? Also es ist mehr Inhalt drin, als diese Packung überhaupt aufnehmen kann. Da hätte man die Packung auch 1-2 mm dicker machen können, damit wirklich alles gut reinpasst. Das finde ich ist schon etwas, ja, nicht so gut verarbeitet.
Und was dann aber eventuell beim Versand passiert ist, hier unten, man kann es erkennen, hier ist so ein Knick drin. Na, hier kann man es noch ein bisschen besser erkennen. Also ist jetzt für mich nicht so tragisch, aber ich erwarte eigentlich, wenn man das verkauft und verpackt, dass das spätestens dann eben auffällt, weil vor allem bei Limited Run, ich kaufe mir dort Spiele, weil ich sie sammle. Und es ist jetzt auch wieder sehr, sehr stark verschweißt. Ich muss also hier auch wirklich aufpassen, damit ich mir nicht in die Finger schneide. Aber das sollte hier jetzt eigentlich dann ganz gut vonstatten gehen. Muss halt natürlich, wie gesagt, immer aufpassen. Ich glaube, ich muss sogar noch einmal mit dem Messer dran. Einfach nur hier, damit ich das an der Seite besser abziehen kann. Mal ganz vorsichtig sein hier an den Ecken, weil das passiert mir nämlich immer. Gerne, oder sage ich mal, passiert mir gerne mal. Und dann habe ich immer so kaputte Ecken, das sieht dann auch nicht schön aus. Ja, das ist diese Packung, die fühlt sich hochwertig bedruckt an, das muss ich sagen. Hier haben wir noch einen weiteren Produktfehler, was heißt Produktfehler, aber hier wurde das auch schon so ein bisschen eingedrückt, finde ich sehr schade. Dass man das dann auch für den Vollpreis kauft, das hätte ja auffallen müssen. Zumindest einen kleinen Nachlass hätte es geben können. Aber wer bin ich denn schon? Ja, holen wir das Ganze hier dann einfach mal raus. Und, oh, das habe ich jetzt erst gesehen. Das wirkt ja total rosa. Aber wenn ihr das mal so ins Licht haltet, guck mal, ihr seht hier einen Dinosaurier drauf. Es gibt in diesem Spiel nämlich auch Dinosaurier. Und das fand ich jetzt ziemlich. Cool, muss ich schon sagen. Und, oh, meine Güte. Das steckt wirklich hart drin. Also man merkt schon, diese Packung ist bis zum Erbrechen zugesteckt. Also ich werde das nachher sicherlich nicht wieder da reinpacken. Also wenn man sich das jetzt mal anguckt, Leute. Also ich finde, das ist schon eine Vollkatastrophe, wenn man so die Sachen in diese Box reinsteckt. Also das geht für mich gar nicht. Also so würde ich das nie machen. Aber gut, gucken wir uns erstmal an, was dabei ist. Also, wir haben hier dann einmal diesen Pin, der ist in so einer kleinen, ja, ich weiß nicht, in so einem kleinen Zip-Beutel nennt man die, glaube ich. Die heißen so, also ich habe die jahrelang verkauft, also in so einem Zip-Beutel. Und hier haben wir eben Shin-Chan drauf, in dieser typischen Montur, die so ein kleines japanisches Kind zeigt, das jetzt einfach mal in den Sommerferien ist. Halt hier mit der Angel und dann auch noch so einer kleinen Tasche dabei. Und das kennt man ja dann auch hier vom Cover. Also das ist dasselbe Motiv. Finde ich, ist sehr schön. Werde ich allerdings auch hier wieder in diesem Zipbeutel drin lassen. Hier auf der Rückseite habt ihr dann die Teile dran, womit ihr es dann festklemmen könnt. Und was steht hier noch? Neos haben das Copyright da drauf. Aber ist auf jeden Fall sehr schön. Kann man sich angucken. Wirkt er jetzt auch sehr stabil und auch sehr hochwertig. So, das tue ich mal zur Seite, damit wir uns hier auf die anderen Sachen konzentrieren können. Das ist der Acrylständer. Den habe ich mir tatsächlich ein bisschen größer vorgestellt. Also ich hätte mir den schon, sage ich mal, in so einer Größe hier wie die Spielverpackung vorgestellt. Aber gut, die gucken wir uns jetzt auch hier mal an. Die ist, glaube ich, die kann man hier öffnen. Die wirkt auf mich auch, als ob die schon mal offen gewesen ist. Sehr, sehr seltsam. Und gucken wir uns das hier das Ganze mal an. Also hier habt ihr erstmal auf diesem Ständer nochmal das englische Logo abgebildet und auf der Rückseite, was steht hier? Das ist einfach nochmal das Copyright, der das hier ran hält. Ja, und hier müsste man das dann so reinstecken können. Ich mache das jetzt nur ganz vorsichtig, weil dabei kann die Sachen schon leider ein bisschen antasten. Ich habe da letztens was verschenkt, da war das auch schon relativ schnell angekratzt hier auf der Packung. So ein bisschen also nicht angekratzt, aber gesprungen ist es tatsächlich. Und so sieht das Ganze dann hier aus. Also das finde ich ganz interessant.
dass man das so macht, weil hier haben wir Shiro, der komplett, ist es glaube ich dasselbe Artwork, aber es ist einfach nur spiegelverkehrt. Shinchan selbst bleibt aber so. Ha, 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 Leute, Leute. Ich hab's auch komplett falsch draufgesteckt, zumindest Shinchan. So sieht das Ganze aus. So macht das dann natürlich auch mehr Sinn, wenn er dem Hund hinterherläuft. Jetzt haben wir einfach nur, ja, das komplett spiegelverkehrt. Ne? Ist aber trotzdem eine schöne Sache. Kann man sich schön ins Regal stellen, sieht toll aus und man hat dann auch noch ein paar Erinnerungen an das Spiel. Und auch hier seht ihr im Hintergrund ist ja der Dinosaurier drauf. Also ihr habt hier im Grunde genau dasselbe Cover, nur ein bisschen anders. Das Gebäude ist zum Beispiel hier nicht mehr mit drauf. Aber auch der Hintergrund ist definitiv derselbe, würde ich fast sagen. Wir nehmen die Figuren mal ab, da können wir uns das mal angucken. Also ihr seht hier dann zwei Brücken und im Vordergrund, also einmal hier diese Fußgängerbrücke, dann die Bahnbrücke oder Eisenbahnbrücke und hinten nochmal dieses, ich glaube, das war sogar einfach nur ein Aquädukt, auf das aber gerade ausgetroffen war. Es ist schon etwas länger her, aber so sieht es dann natürlich auch auf der Packung aus. Ich lege das jetzt mal wieder zur Seite, weil das interessiert uns jetzt im Moment auch gar nicht mehr. Als nächstes mit dabei ist hier der Soundtrack. So sieht das Ganze auf der Rückseite aus. Wir haben hier insgesamt 20 Tracks, die auf der Disc enthalten sind. Also wir haben hier Spinning with the Milky Way Galaxy, Mesmerication with the Professor, das Main Theme, Assos Theme. Also Asso ist der Ort, wo das Spiel spielt, aber ich glaube, in der deutschen Version heißt es tatsächlich Pampa oder so. Man hat es dann irgendwie in Deutsch übersetzt, hat den Figuren. Ich bin gerade am Überlegen, ob die hier die Namen der früheren deutschen Version haben oder jetzt den deutschen oder die richtigen japanischen Namen. Das bin ich gerade auch ein bisschen am Überlegen. Das könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es jetzt noch aus dem Kopf wisst. Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr, ist bei mir schon ein paar Jahre her, wo ich es gespielt habe. Dann haben wir noch On the Threshold of Creation and Fantasy, Failed Mission of Candid Puppy Love, Sometimes a Monster Appears, Sunset at Hinoyama Restaurant, Dancing Jiro, Let's Go to the Mountain of Fire, Evening Rhapsody on the Veranda, Popular with the Girls, Really popular with the girls. Asso Exercise, Another Wonderful Day is Here. Evening Echoes on the Veranda, Theme of the Bumbling Professor. Sometimes a really huge monster appears. Dinosaur Battle of Asso, Dinosaur Battle Runner. Spinning with the Milky Way Galaxy Instrumental und Spinning with the Milky Way Galaxy in einer verkürzten Version. Ja, wollen wir doch auch die Disc mal öffnen. Die ist auch verschweißt. Das ist, so soll es ja auch sein. Hier muss ich jetzt allerdings mal wieder gucken, wie man das Ganze öffnet, weil auch hier mal wieder keine Banderole drum ist. Ich finde sowas furchtbar. Ach, aber man kann hier oben so ein bisschen dran arbeiten, damit man es dann aufbekommt. Ja, und ist natürlich wieder so eng verschweißt. Ich kenne das wirklich nur aus den USA und Japan. Ja, wenn wir es hier aufpacken. Ich guck mal, hier haben wir, ist das hier ein Booklet? Nein, das ist also einfach nur so ein Cover, was man hier reinschieben kann auf einem einzelnen Blatt. Finde ich etwas schade. Da hätte ich mir mehr zu gewünscht. Vor allem, es gibt ja auch einen Song in dem Spiel oder zwei Songs sogar, wo gesungen wird. Da hätte ich mich sehr gerne über die Songtexte gefreut. Die muss man sich dann online eben dazu suchen. Ja, sieht natürlich auch entsprechend gut erhalten aus. Also ist ja komplett neu. Hier ist es einfach die Disc. Und auf der Rückseite kann man dann auch noch erkennen, wo Shinchan mit dem kleinen Shiro rumläuft. Also ich finde es jetzt nicht weltbewegend, aber ich kann euch sagen, die Musik des Spiels ist wirklich, wirklich toll. Hört euch die zumindest mal auf YouTube oder sonst wo an. Kann man sich auch, wenn man das Spiel nicht kennt, auch ein bisschen ja, schön entspannen bei. So, und als letztes haben wir dann noch zwei Postkarten. Wir haben hier sogar so eine kleine Plastikbanderole. Ich finde ich jetzt irgendwie schwachsinnig bei nur zwei Postkarten, aber gut. Wir haben einmal das Motiv, was wir hier von der
Packung schon kennen. Allerdings jetzt ohne Shinchan und ohne Shiro. Ja, die hat man hier dann ausgeschnitten. So sieht das Ganze von der Rückseite aus. Hier kommt die Briefmarke drauf, hier der Empfänger und hier könnt ihr euren Text hinpacken. Aber warum sollte ich die verschicken? Ich bin doch Sammler und möchte die gerne quasi so ein bisschen wie Lithografien behandeln. Und das finde ich auch sehr schön. Hier sieht man dann einfach die ländliche Idylle, wie quasi hier die Dampflok mit dem einen Waggon in die Pampa fährt, nach Pampa, nach Asso. Auf jeden Fall kommt hier schon mal richtige Urlaubsstimmung oder ländliche Stimmung auf. Also auf jeden Fall sehr nett. Die werken auch hochwertig bedruckt und bei der CD, da kann man von der Qualität her noch sagen, typische CD-Hülle aus dem ganz normalen Plastik. Ja, dann haben wir hier endlich die PlayStation 4-Version von Shinchan, Me and the Professor on Summer Vacation. Also hier E for Everyone wurde das in den USA geratet und kann also wirklich jeder spielen. Es macht auch wirklich Spaß, egal wie alt ihr seid. Wie gesagt, von Neos stammt dieses Spiel. Und hier auf der Rückseite habt ihr nochmal den Hinweis: It's Summer Vacation, Time for Shinchan. Und hier habt ihr noch den Text: Shinchan and the Nohara Family finds themselves interwoven in a mysterious summer vacation experience in the nature-rich town of Aso. Und from the fresh fish you catch in the river to the bugs you encounter in the hills and fields. Das müsste derselbe Text sein, wie ihr schon auf dieser großen Packung, die ich euch eben vorgestellt habe, gesehen habt. Kommen wir zu den technischen Spezifikationen. Also das Spiel ist ungefähr 2,5 GB groß, also wirklich sehr klein. Hier hätte dann eigentlich auch eine DVD ausgereicht und keine Blu-ray, aber vermutlich ist das irgendwie Vorschrift dann bei Sony, dass das so sein muss. Und das Spiel ist auf einen Spieler ausgelegt. Wir packen das Ganze hier auch aus und das muss ich auch wirklich hier kritisieren. Dieses Spiel ist jetzt natürlich eingedrückt, weil auch so viel in der Packung drin war und das ärgert mich Limited Run Games wirklich. Also, wenn man schon für dieses Spiel, das können wir auch direkt mal sagen, Kostenpunkt für diese Edition, ich habe, glaube ich, 70 bis $80 dafür bezahlt, also mit Versand und Steuern war ich da locker mal bei ungefähr 100 Euro, vielleicht auch ein bisschen mehr, 105 Euro vielleicht. Und da erwarte ich tatsächlich Qualität, vor allem wenn ich es dann auch aus dem Ausland importieren muss. Gut, auch hier ist es keine Banderole rum. Machen wir das einfach mal ganz normal auf, wie wir das dann eben von Spielen aus dem Ausland her kennen. Ich frage mich wirklich bis heute, warum das so gemacht wird. Das könnt ihr mir ja vielleicht gerne mal in die Kommentare schreiben. Warum ist da manchmal einfach keine Banderole rum? Also ich glaube, das ist tatsächlich bei jedem Spiel in den USA so, dass das nicht gemacht wird oder macht das nur Limited Run Games, weil die das irgendwie selbst dann nochmal verpacken eventuell. Aber die Spiele müssten ja eigentlich alle auch kommen, müssten eigentlich alle aus einem bestimmten Presswerk kommen. So, den Müll, den schmeißen wir gleich weg. So sieht das Spiel aus. Und hier merkt man auch, es ist so ein bisschen gewellt da drin. Finde ich sehr, sehr komisch, sehr schade. Sieht das Ganze aus. Oh, wir haben sogar ein, ich lege es mal gerade zur Seite, sogar ein Wendecover, wie ihr es hier sehen könnt. Aber auch hier wieder mit diesem Hinweis darauf, dass man ja bitte die Blu-ray nicht essen soll. Ich meine, das muss man in den USA wohl machen, weil die USA halt, da leben halt nicht so die hellen Leuchten offenbar. Die Packung wirkt auf mich sehr wabbelig. Also, das haben manche PlayStation 4-Spiele tatsächlich so. Manche sind halt jetzt nicht so hochwertig verarbeitet, habe ich manchmal das Gefühl. Aber das macht jetzt vielleicht auch hier so ein bisschen dieses wellige Cover. Muss ich sagen, finde ich schade. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. So sieht es allerdings aus, wenn ihr es ins Regal stellen wollt. So auf der Rückseite. Und so habt ihr da natürlich auch noch den Punkt, wenn es im Regal steht. Was ganz interessant ist, ich hatte ja im letzten Video die limitierte Edition von Castlevania euch vorgestellt und bei der hattet ihr hier oben so diesen Hinweis mit einer Nummer, die gibt es hier nicht, also war es irgendwie nicht so eine laufende Nummer von Limited Run Games, wirkt also wie ein normales PS4-Spiel. Vielleicht kann man das in den USA auch genauso kaufen, das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, aber auch das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben.
Ja, was bleibt zu sagen? Es ist ein wunderbares Spiel, nicht nur im Sommer. Ich meine, der Herbst steht jetzt hier gerade vor der Tür und es kann ja auch sein, dass ihr dieses Video im Winter oder im Frühling anschaut. Dieses Spiel könnt ihr tatsächlich immer spielen. Es ist einfach nur wunderbar. Ihr macht einen Sommerurlaub, ihr verbringt den Tag mit dem Fangen von Insekten und dem Angeln von Fischen und erlebt einfach Abenteuer in der Natur. Ist es ein sehr rudimentäres Gameplay, das muss man sagen, das muss man aber mögen. Aber da ist die Boku no Natsu-Yasumi-Reihe hierzulande ja nicht so wirklich gibt und erstmals hier mit diesem Spiel, gut, davor gab es noch Attack on the Friday Night Monsters oder Friday Monsters, ich bin mir gerade nicht sicher, für den 3DS zum Download, aber ich hoffe einfach mal, dass ihr dieses Spiel toll findet, dass ihr euch dieses Spiel auch kauft, wenn auch nur digital. Einfach den Leuten zeigen, der Markt ist dafür da, wir wollen diese Spiele haben, dann bekommen wir vielleicht auch noch weitere Titel dieser Reihe hierzulande zu sehen. Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Spiel habt, stellt mir die sehr gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, ob ihr dieses Spiel bereits besitzt, ob ihr es gespielt habt, was ihr davon haltet. Und im besten Fall abonniert ihr mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann bekommt ihr auch mit, wenn ich das nächste Mal hier ein Spiel oder einen Anime vorstelle. Ja, in diesem Sinne, lasst mir ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Falls nicht, lasst Kritik da und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.